So, da ist die Musik schon vorbei, yay. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Ich begrüße euch an diesem Samstagnachmittag zu einem weiteren Stream. Okay. Wir spielen heute Pokémon Schwert ein bisschen weiter. Heute Abend wollte ich auch was anderes spielen. Im Raum steht, dass wir eventuell die Geschichte rund um Harry Potter weiter fortführen. Genaue Uhrzeit dazu kann ich aber noch nicht sagen, weil es kommt so ein bisschen drauf an, wie lange ich jetzt Bock auf Pokémon habe und ob ich eventuell Lust habe, da noch was anderes zwischenzuschieben. Ich bin mir unschlüssig. Egal, wir spielen erstmal Pokémon und wir sehen dann, wie auch wohin die Reise führt und das ist dann so ungefähr ein bisschen das Tagesprogramm. Guten Nachmittag auch an dich, Chippy, und wie gesagt an alle anderen, die irgendwie da sind. Und ja, wir starten erstmal das Spiel. Und dann reden wir noch mal ganz kurz über was Organisatorisches. Könnte man machen, eventuell. Etwas, das dieses Let's Play betrifft. Das übrigens präsentiert wird von Game Freak. Nein, nicht das Let's Play, aber das Spiel. Doop, 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 doop. Wir freuen uns so sehr. Es geht weiter mit Pokémon. Wir haben, glaube ich, jetzt Claw City hinter uns gelassen. Und so heißt es doch, ne? Und wollen noch Passback. So stand es zumindest dort unten. Claw City, genau. Ah, hier haben wir mit jede Menge Leuten gesprochen und so weiter. Und jetzt gehen wir hier die westliche Route entlang. Route 6, Fossilienrückverwandlung, Diktastatuen. Das ist schon mal ein fetter Spoiler, na gut. Und irgendwo dort hinten ist dann scheinbar Passback und da gibt es eine neue Arena. Und da haben wir mächtig viel Spaß. Ne, Moment, hä? Ach, das ist Passback. Und hier ist die Arena. Aber hier hinten ist ja noch eine Arena. Okay. Na gut. Wie auch immer. Es wird schon irgendwie passen. So. Auf den Tag habe ich gewartet. Erweiterungspass. Oh, das ist aber neu, ne? Ah, das ist wegen dieser DLC-Geschichte, die jetzt ja im Laufe des Jahres kommen wird. Zwischenzeitlich, seit dem letzten Mal ist viel passiert. Zwischenzeitlich hat Nintendo eine neue Nintendo Direct, eine neue Pokémon Direct abgehalten, in der der Erweiterungspass vorgestellt wurde. Es gibt zwei Erweiterungen, die jetzt im Laufe des Jahres für Pokémon Schwert Schild erscheinen werden. Einmal, glaube ich, im Juni und einmal im Herbst-Winter irgendwann so herum. Und ja, das sind dann irgendwie zwei große Naturzonen mit neuen Trainern, neuen Pokémon, neuen Gegenspielern, gegen die man antreten darf. Und das wird bestimmt ganz toll werden und so. Ob ich mir einen Erweiterungspass hier mal zulegen werde, keine Ahnung. Erstmal will ich mit dem Hauptspiel durchkommen. Aber ist zumindest ganz nett für diejenigen, die irgendwie mit dem Hauptspiel schon durch sind. Die bekommen in jedem Fall in diesem Jahr neues Futter. So, ich habe zwischenzeitlich bei meinen Kanalpunkten auf meinem Kanal hier ein bisschen was angepasst. Und zwar habe ich für 1000 Kanalpunkte den Gewinn, in Anführungszeichen, Wiederbelebung eingeführt. Ich meine, was soll man mit Kanalpunkten großartig machen? Man kann irgendwelche tollen Dinge dahinter verstecken oder man kann irgendwelche Schwachsinnsdinge dahinter verstecken. Das ist ja etwas. Die Idee hatte ich so ein bisschen entwickelt und ein paar von euch fanden das ganz okay. Wir haben das Spiel, oder Pokémon Schwert spiele ich ja quasi so, wenn ein Pokémon von mir tot ist, ist es tot. Und dann kommt es von mir in eine Box und dann kann ich es nicht mehr einsetzen. Der Clou jetzt, Clou in Anführungszeichen, theoretisch, wenn ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr in dieses Let's Play-Stream-Projekt quasi eingreifen, indem ihr die Kanalpunkte, die ihr dabei verdient, indem ihr diesen Kanal hier schaut, dann quasi gesehen einsetzt, um für 1000 Kanalpunkte dann ein Pokémon aus meinem Fundus der toten Pokémon wiederzubeleben. Das hat in der Vergangenheit zum Beispiel Faura schon gemacht. Und ich bin der Meinung, Mallorca-Fan hatte das Ganze auch schon, hatte auch schon die Kanalpunkte dafür ausgegeben, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich Pokémon nicht gespielt gehabt. Das heißt, eigentlich hast du noch ein Pokémon frei, Mallorca-Fan, was du wiederbeleben kannst. Da kannst du dir jetzt entweder dann gleich was ausdenken oder aussuchen, wenn ich die Liste nochmal zeige, oder du sparst es dir auf. Das musst du mir halt sagen, wie du das am liebsten haben möchtest. Und ich sag's mal so, also natürlich ist es eventuell zielführender, auch vor allem, wenn ihr in das
Programm so ein ganz klein bisschen eingreifen wollt, eventuell ist es zielführender, eure Blubberblasen zu sparen, Blubberblasen gleich Kanalpunkte, um dann eventuell für 100.000 Kanalpunkte euch ein Spiel aus meiner Spielesammlungsliste zu wünschen, was ich dann einfach mal eine Stunde mindestens spielen soll. Damit wir mal was Neues sehen, damit ich von euch mal vielleicht auf etwas aufmerksam gemacht werde, was ich schon länger in meiner Spielesammlung befindet, was ich aber bisher noch nicht aus welchen Gründen auch immer mir angeguckt habe. Das wäre natürlich so eine Sache oder eine ganz nette oder schicke Sache, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, wer irgendwie zu nett ist und mir helfen will, der kann irgendwie auch Kanalpunkte ausgeben, um ein Pokémon wieder zu beleben. So, und jetzt höre ich schon vom Mallorca-Fan, Chimsticks soll es sein, ja? Alles klar. Dann würde ich sagen, befreien wir Chimsticks aus seinem Joch, aus der Todesbox und aus den tiefsten Tiefen der Todesbox ersteht Chimsticks wieder zurück ins Leben und wir packen ihn mal irgendwo hier hin. So, ich weise jetzt nur gleichzeitig darauf hin, das ist jetzt quasi gesehen aber kein Freifahrtschein dafür, dass ich das jeweilige Pokémon dann sofort wieder ins Team mit reinnehme. Jetzt bin ich nur am Überlegen natürlich. Chimsticks, das waren Pflanzen-Pokémon. So, ich hatte jetzt ja zwischenzeitlich ein paar andere Pokémon mit reingepackt. Jetzt ist es aber, ja, Chimsticks hat Level 28, also es hilft schon. Da würde ich jetzt persönlich, glaube ich, nehme ich FM wieder raus. Also Kami-Hubs als Wasser-Pokémon würde ich mir tatsächlich gerne wieder ranzüchten. Aber ich glaube, ich nehme dann FM raus. Und dafür packen wir wieder Chimsticks ins Team. Ich glaube, die Idee ist nicht so schlecht. So. Elektro lassen wir erstmal vorne. Der soll erstmal so weitestgehend alles platt machen, was uns in den Weg kommt. Und die anderen sind halt irgendwie der Backup, wenn es Elektro schlecht geht. Ich glaube, das können wir dann durchaus so stehen lassen. Kannst du Box 8 irgendwie umbenennen? Sowas wie Friedhof oder so? Weiß ich nicht. Geht das? Kann man das umbenennen? Box 2. Was nun? Name. Ah, tatsächlich. Oh, das ist ja mal ein formvollendet, formidabler Vorschlag. Danke dafür. Gut, dann ist das hier vor allem. Na gut, okay, wir können es... Nenne ich es jetzt einfach nur Friedhof oder nenne ich es Box Friedhof? Bin jetzt einfach nur Friedhof. So. So. Friedhof der Nuscheltiere. Quasi. Der Pokekuscheltiere. Das ist schön. So. Box 1, Box 2, Box 3, Box 4, Box 5, Box 6, Box 7. Friedhof. Das ist ja super. Ach man. Würdest du auch ein N64-Spiel spielen, wenn man es sich mit 100.000 Punkten wünscht? Wenn ich das N64-Spiel in meiner Sammlung habe, dann ja. Kannst auch den Hintergrund ändern, auf Himmel oder so. Gibt's sowas? Hintergrund. Hintergrund 1, 2. Ja. Was ist davon für dich Himmel? Das ist alles so ein bisschen Interpretationssache. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Wasser oder so, ne? Wir machen mal, hier kommt das ist so einigermaßen ein bisschen düster. Dunkler. Wir machen es mal so. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, habe ich schon Hallo gesagt, Mensch, heißt Pegasus? Wenn nicht, dann sage ich jetzt an der Stelle nochmal Hallo. Okay, gut. So. Andere Sache, die ich neu eingeführt hatte, jetzt nur so nebenbei, für 500 Kanalpunkte oder Blubberblasen kann man sich Emotes entsperren lassen. Das heißt, selbst wenn ihr kein Abo habt, dann könnt ihr theoretisch eure Kanalpunkte dafür ausgeben, um euch die Emotes freischalten zu lassen. Ich bin offen gesagt selber, also ich bin mir nicht sicher, kann ich, wenn ich damit drauf drücke, Emote-Wähler. Doch, man kann sich jedwedes Emote aussuchen, ne? Das heißt, ihr könntet euch theoretisch auch den Heringway aussuchen. Auch wenn er normalerweise im Abo irgendwie viel zu viel Geld kosten würde. Ich glaube, das funktioniert. Gut, okay. Also, ihr habt irgendwie was zu tun. Wenn ihr euch mit Kanalpunkten austoben wollt, dann tut euch keinen Zwang an. Ansonsten, ihr müsst es nicht nutzen. Wenn ihr nicht wollt, kann ich auch voll und ganz verstehen. Okay, so. Das wollte ich nur kurz so ein bisschen organisatorisch loswerden.
gucke ich nochmal. Hier alles in Ordnung. Zack, zack. Ich glaube, alles gut. Und ja, dann würde ich mal sagen, setzen wir unsere Reise fort. Wuhu! Auf dem Weg nach Vertania City. Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Oh. Was für ein süßes Salanga. Sieh dir nur seine niedlichen, müden Äuglein an. Wir sind deine größten Fans, Salanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Haier machen kannst. Aha. Dürfte ich hier eben mal durch? Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja doch, bitte sehr. Okay. Gut. Der taucht wieder auf. Hopp, er lebt. Er hat sich noch nicht von der Brücke gestürzt. Ich bin begeistert. Hey Hering, komm, lass uns zusammen nach Passbeck gehen. Tag, ihr gehört zu Team Yell, stimmt's? Wir müssten hier auch mal kurz durch. Nix da, ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Okay. Außerdem habt ihr Challenge-Bänder, das heißt ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena-Challenger lassen wir erst recht nicht durch. Ihr weckt mit eurem Getrampel am Ende noch unser armes kleines Salanga auf. Na toll. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist in Passbeck. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durchheringen. Okay. Da hilft nur warten. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Okay. Die nächste Etappe, das heißt, wir müssen... Kämpfen wir gegen sie. Ha, du schreckst echt vor nichts zurück. Hallo, geht's doch etwas lauter? Wollt ihr Salanga aufwecken oder was? Genau deshalb mag ich keine Kinder. Komm, scheuchen wir sie weg. Tun wir es für Salanga. Wait. Rüpel von Team Yell fordert dich heraus. Ist es ein Doppelkampf oder? Skunkapu! Ein Stinktier. Düpp, düpp, düpp. Welches Level haben die? Es ist sonnig. Level 29. Okay. Ja, ist doch. Ist doch dann, glaube ich, gut. So. Düpp, düpp, düpp. Finalschlag wirkt? Was zur Hölle? Okay. Ich dachte jetzt sowas wie, bringt das gegnerische Pokémon sofort um. Halleluja. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Setzt Giradax ein. Giradax, Giradax. Ja, komm, machen wir erstmal so weiter. Ach ja, Giradax hat in seiner Gala-Form... Es sieht ein bisschen anders aus. Und es lässt die Zunge raushängen. Natürlich. Dadurch wirkt es viel gefährlicher. Und fieser. Und gemeiner. Und so weiter. Und so fort. Du, du, du. So, Monte Carlo, Elektro, Chimsticks, auf Level 29. Wir kommen zurück unter den Lebenden. Ihr Kinder seid selbst im Kampf ganz schön nervig. Du gewinnst viel zu viele Pokédollar. Die gehört dir, Hering. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Was hat er überhaupt gemacht? Hat er überhaupt was gemacht? Rüpel von Team Yell. Oder kann Hopp ab sofort nur noch verlieren? Ist das jetzt irgendwie seine Charaktereigenschaft? Weil er den Kampf gegen Bettis verloren hat? Er verliert jetzt nur noch? Ich meine, nicht, dass es vorher großartig anders gewesen wäre, aber zumindest kämpfen gegen uns. Muss ich mir Sorgen machen um Elektro? Nicht so ganz, oder? Doop, doop, doop. Kami-Hubs, yay. Mann, du bist ja eine Nervensäge. Du gewinnst viel zu viele Pokédollar. Oh! Nanu, Kami-Hubs entwickelt sich. Kami... Hami...
Glückwunsch, dein Kamihaps hat sich zu einem Kamalm entwickelt. Kamalm, Kamalm. Das hatte die zweite Arena-Leiterin eingesetzt, oder? Das Biss-Pokémon. Wassergestein? Aha. Dieses von Natur aus aggressive Pokémon beißt seine Beute mit seinem kräftigen Kiefer, der selbst Eisenstangen zermalmen kann. Klingt ja sympathisch. Versucht Felsgrab zu erlernen. Ja komm, dann erlernen halt Gesteinsattacken. Angriff mit Felsen. Bei Erfolg wird der Initiativewert des Zieles gesenkt. Ja, das wollen wir in jedem Fall. Was hauen wir dafür weg? Anziehung. Hauen wir Anziehung weg, oder? Ja. Setze ich sowieso nie an. Jetzt haben wir aber schon zwei Gesteins-Pokémon in unserem Team. Das war so nicht beabsichtigt. Was, wenn Salanga von diesem ganzen Lärm aufwacht? Da bin ich gar kein Fan von. Komm, ziehen wir Leine. Was haben die mit diesem Pokémon? Hering, du und Belektro, ihr seid echt ein Wahnsinns-Team. Ach Mann, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Bettis mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Aber mir will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende dastand und sagte, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Och Mann. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, färbt das irgendwann auch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Dilians Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Er ist schließlich Dilian, der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Hering. Bis später dann. Bis dann, Hopp. Hi. Na? Bist du ein schnuffiges Pokémon? Zieht einfach Leine, gell? Du da! Du bist der Trainer mit der Empfehlung von Dilian, nicht wahr? Hä? Achso, oh, hä? Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Du hältst die Ligakarte von Papella. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. In dem Tempo ist sie vielleicht in 30 Jahren wieder bei ihrer Arena. Das ist doch eine Arena-Leiterin, oder? Ich glaube, das war so. Warum gehe ich eigentlich zurück? Ich könnte Elektro auch so heilen. Ah, ist egal. Könnte ich? Habe ich überhaupt genug Heil-Items? Ich weiß es nicht. Vielleicht gleich nochmal gucken. Bevor ich mich hier auf eine mannigfaltige und gefährliche Reise begebe. Wer weiß, was noch auf mich warten wird. So. Übrigens. Am Brassbury Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Am Brassbury Bahnhof? Seltenes Pokémon? Was ist damit gemeint? Ist wieder irgend so eine Aktion? Supertrank. Kostet viel zu viel Geld. Verdammt. Egal. Was war der Raspberry Bahnhof? Mal davon abgesehen. Ein Teaser für den Erweiterungspass, denke ich. Ach so. Engine City? Das war Raspberry. Die erste größere Stadt. Raspberry Bahnhof. Fliege ich dahin zurück? Nur mal um zu gucken? Nur mal um zu gucken. Wahrscheinlich steht er jetzt in Level 100 Mewtwo und macht mich fertig.
So, dup, 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 dup. Oder ist es das kleine Wolli hier? Am Brassbury Bahnhof. Hi. Dilian ist einfach unglaublich stark. Er ist eine richtige Berühmtheit. Ich wollte eigentlich auch Pokémon-Trainer werden, wenn ich mal groß bin. Aber dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Aber ich find's voll schwierig, wie Dilian den ganzen Tag nur an Pokémon zu denken. Ja. Ich habe Dilian am Bahnhof gesehen. Selbst von Weitem strahlt er Stärke aus. Sein Powerlevel ist über 9000. Die Glurak-Pose. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich direkt stärker. Way. Na? Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Ich habe keinen Rüstungspass, oder? Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Hihi, aber natürlich. Hier ist er. Vielen Dank. Einen Moment bitte. Ah! Fleck! Das war die Geschichte. Oh, ein Fleckmon! Oh je, da hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. Die Fahrkartenkontrolleure werden auch immer nachlässiger. Hi du! Fleck? Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn Fleckmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Fleck. Möchtest du gegen Fleckmon kämpfen, um es zu fangen? Ja. Fleck? Level 9000. Na gut, mal gucken. So, es geht los, Belektro, du schaffst das. Level 12, oh. Okay, damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Kann ich jetzt einfach einen Ball werfen? Haben wir nicht irgendwie so einen Turboball oder sowas? Tauchball, Finsterball, Timerball? Ne, mit zunehmender Kampfdauer. Turboball, den habe ich einmal. Die schnell weglaufen. Die an deiner Angel hängen. Simperball. Ich werfe mal einen Netzball. Froggy. Ja, genau das. Ach komm. Ja, kann ich doch nicht wissen, dass das Fleckmon Level 12 hat. Was soll ich denn jetzt hier machen? Wobei mir gesagt wurde in YouTube-Kommentaren, dass die Fangchance bei Pokémon nochmal steigt, je höher das Level meiner Pokémon im Vergleich zu dem Pokémon ist, das ich fangen möchte. Das heißt, eigentlich durch Belektros hohes Level sollte mir das jetzt sogar geholfen haben. Möchtest du dem Fleckmon einen Spitznamen geben? Nein. Wo unser Fleckmon? In der PC-Box. Und tschüss. Vielen Dank. Du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Wow, wie toll. Wie du das Fleckmon eben gefangen hast, war echt total cool. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Ihrem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Alles Klärchen. Popärchen. Hihi. Ich mache mich da mal auf zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Also dann, ciao-i, tschüssikowski. Bis bald. Bis bald, Rian. Ja gut, okay, das war jetzt also tatsächlich ein Teaser, ja, zum Erweiterungspass. Und ja, kein Pokédex-Eintrag. Das sieht wohl so aus. Kommt wohl auch erst mit dem Erweiterungspass. Fleckmon. Ein reines Psycho-Pokémon. Fleckmon war doch immer Wasser-Psycho eigentlich, ne? Aber jetzt ist es ein reines Psycho?
setzt bestimmte Bären nicht erst in einer Notlage ein, sondern bereits dann, wenn seine KP auf die Hälfte fallen, okay? Ha. Ja gut, aber ein Psycho-Pokémon, das einen guten Angriff und einen nicht so guten Spezialangriff hat, da bin ich jetzt noch nicht überzeugt von, ob das so toll ist. Gibt es physische Psycho-Attacken? Gibt's bestimmt, aber so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Na gut. Eventuell aber, nee, ja, ich habe gerade überlegt, eventuell eine Alternative für Kamalm, aber dadurch, dass der Wassertyp ja wegfällt, ist es ja, nö. Nö, nutzt mir ja gar nichts dann in dem Moment. Zen-Kopfstoß müsste es lernen können. Hm. Aber das ist eine gute Attacke, ja? Ich weiß es nicht. Kann sein, ja. Kann sein, dass ich dir auch schon mal einem Pokémon irgendwann mal beigebracht habe. Irgendwann einmal. So, jetzt aber. Route 6. Es wird nichts dazu gesagt. Route 6 ist die... die Wüste der Verdammnis. Meine supersüßen Pokémon wollen mit deinen Pokémon spielen. Geil. Schönheit Niam fordert dich heraus. Und setzt Pipi ein. Oh yeah. Jetzt wollen wir erstmal ein paar supersüße Pokémon verdreschen. Das mache ich in meiner Freizeit immer am liebsten. Unlichtattacken gegen... wie war das nochmal? Ah, war nicht gut. Okay, kurz nur wissen. Metronom, Explosion. Ne, Lichtschild. Oh, Schwenk. Und Funkensprung. Zehnkopf ist gut. Okay. Sehr, sehr gut. Kubuin erreicht Level 31. Ist jetzt auch nicht gerade... setz den nächsten Pixie ein. Ist jetzt auch nicht gerade die optimale Gegend hier für... das ist aber ein großes Pixie. Nicht die optimale Gegend für Kubuin. Den sollte ich nicht zu lange draußen in der Sonne stehen lassen. Das würde ihn doch wahrscheinlich wirklich beeinflussen, oder? Wenn die Wetterverhältnisse bei Sonic liegen, das wahrscheinlich beeinflusst das seinen Eisschädel. Deine Pokémon sind so stark, dass du dich bestimmt nirgends fürchten musst. Das ist vollkommen richtig. Jetzt gib mir dein Geld her. Mein supersüßes Pipi entwickelt sich, wenn ich irgendeinen Stein benutze. Irgendeinen. Okay, irgendeinen. Hi. Ein Iguana erscheint. Du warst auch irgendein Elektro-Pokémon, ne? Es ist sonnig. Level 32. Ey, jetzt kommt wieder das hier. Dass die kleinen Pokémon, die hier durch die Gegend laufen, irgendwie kniffliger zu besiegen sind als die Trainer-Pokémon. Boop, 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 boop. Kann ich hier einfach runter? Ah, kann ich. Du findest drei Hyperbälle. Hyper, Hyper. Ein Ball mit hoher Erfolgsquote, dem Superball in allen Punkten überlegen. Das waren unsere ersten. Auch cool. Ein Makabaya scheint. Was bist du denn? Ernsthaft, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Das ist irgendein Geister-Pokémon, das sehe ich ein, aber ansonsten... Gymsticks erreicht Level 30. Versucht Slam zu erlernen. Ja, ich mag Slam nicht. Genauigkeit von 75. Ich meine, ist ganz stark, aber
Das ist mir das in Kombination mit der Genauigkeit irgendwie nicht wert. Oder dafür den Doppelschlag weg. So geil ist der Doppelschlag jetzt auch nicht. Hauen wir einen Doppelschlag weg. Aber Slam kommt bei nächster Gelegenheit direkt wieder aus dem Attackenportfolio raus. Ein Milzer erscheint. Hast du nicht ein Drachen-Pokémon oder so? Und hast du dich nicht in irgendwas total Tolles entwickelt? Mir war das so. Nicht sehr effektiv. Okay. Jetzt Drachentanz ein. Was war das jetzt? Das war einfach nur Verstärken, ne? Angriff steigt. Initiative steigt. Ich habe Angst. Machen wir mal kurz so. Und dann versuchen wir mal es zu fangen. Flammkörper wirkt. Oh, das wollte ich nicht. Aber interessant. Du. Superball. Flieg und Sieg. Maxax. Aber ich glaube, es hat viele Level gebraucht. Ja, kann mich auch dunkel an irgendwas erinnern. Dass das ein bisschen anspruchsvoller war, dieses Pokémon. Das Stoßzahn-Pokémon. Sie wohnen in Löchern, die sie selbst graben. Ab und an veranstalten sie mit harten Beeren Wettbewerbe, wer die stärksten Fangzähne hat. Okay. Nein, nicht in mein Team. Ich will dich nicht in meinem Team haben, auch wenn du bestimmt voll süß bist. Wusch. So. Ganz kurz mal auf Nummer sicher gehen, ne? Zack. Um Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch wichtig, Kämpfe auszutragen. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Ja. Oh Gott. Die Mediziner, Edward und Gabriela, fordern dich heraus. Die sehen ein bisschen gefährlich aus. Aber meine Pokémon sind gefährlicher. So, Belektro, du setzt dann mal Funkensprung gegen Togetic ein. Und Monte Carlo macht hier mal so ein ganz klein bisschen Einäschern. Auf beide. Ja, warum auch nicht? Okay, so viel dazu. Ich glaube, Togetic ist aber eigentlich ein echt cooles Pokémon, ne? Wenn man es richtig trainiert. So. Wunderschön. Ba, ba, ba. Bah, wenn Pokémon verletzt werden, dann mache ich mir immer so unheimlich viele Sorgen. Mich interessiert brennend, was die Stärke von Trainer und Pokémon eigentlich ausmacht. Du gewinnst viel zu viele Pokédollar. Dankeschön. Eigentlich wäre es besser, wenn es auf der Welt keine Arbeit für Ärzte gäbe. Ja. Ein starker Trainer versteht seine Pokémon besser als jeder andere auf der Welt. So viel steht fest. Ich bin jetzt noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt. Ah.
wie die Route hier funktioniert. Ach so, war das nicht damals so ein großer Aufreger hier, die Geschichte? Dass wenn man auf einer Leiter ist, dass die Zeit um einen herum komplett einfriert, die Pokémon sich nicht mehr bewegen, die anderen Trainer sich nicht mehr bewegen und solche Geschichten? Das Gras bewegt sich noch. Immerhin. Also, das kann man sagen. Der Wind, der steht nicht still. Aber ansonsten, da haben die Leute doch, bevor das Spiel rausgekommen ist, so richtig derbe drüber abgelästert. Das kann doch nicht sein. Was ist das nur technisch für ein Bums und überhaupt und sowieso? Und, ja, stimmt. Ist seltsam. Warum ist das so? Verstehe ich nicht. Ein Maracamba erscheint. Das ist nur in solchen Gebieten, damit die Pokémon einen nicht einsperren. Aber einsperren ist doch eigentlich... Kann doch nicht. Wenn du das Pokémon reinläufst, dann startet doch der Kampf. Ist ja nicht so, dass du dann von der Leiter nicht mehr runterkommst. Also könnte man doch theoretisch so machen. Dass der Kampf auch startet, auch wenn du auf der Leiter bist. Werfen wir Superball? Komm, wir werfen Superball. Ob du dann gegen das Pokémon unbedingt kämpfen willst, ist halt die andere Frage, ne? Aber dann kannst du ja immer noch flüchten. Kaktus-Pokémon. Es erzeugt Laute, die dem Klang von Maracas ähneln und weiß sich Vogel-Pokémon mit flotten Rhythmen vom Leib zu halten. Samburn Leotto. Okay. Maracamba. Eventuell eine Alternative für Chimsticks? Wer weiß das schon so genau. Gehen wir erstmal hier lang. Achso. Gehen wir erstmal hier lang, ist gut. Hier ist eine Sackgasse. Dum, 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 dum. Na, welches Karpador wird in diesem Tümpel hausen? Okay, oder so. Tja, dann Funken sprühen wir es mal weg. Funken springen wir es mal weg. Das wäre ein richtiger Terminus. Monte Carbo versucht Tarnsteine zu erlernen. Was ist denn Tarnsteine? Der Anwender legt eine Falle aus schwebenden Steinen aus, die gegnerische Pokémon verletzen, die in den Kampf gerufen werden. Das ist süß, aber nichts, was ich einsetzen würde. Bist du sicher? Ja. Komisches Karpador. Ja, schon ein bisschen. Guten Tag, Armbanduhr. Sei uns gegrüßt. So. Und hoch und schnell und überhaupt. Kann man sich hier verlaufen? Ich bin von weit her angereist, um mir die Arena-Challenge live anzugucken. Und wo du gerade hier bist, könnte ich mir mal einen Arena-Challenger aus der Nähe ansehen. Aber ich gebe doch gar keine Autogramme. Backpackerin Jana fordert dich heraus. Und setzt Caradonis ein. Hat sie mir gerade einen Daumen nach oben gezeigt? Voll nett von ihr. Okay. Setz Protze ein. Na gut. Protz mal durch die Gegend. Aber das hier wirst du trotzdem nicht überstehen. Die wunderschönen Level-Ups. Ich war noch nie so dicht dran am Geschehen. Die Arena-Challenger... Nee, die Arena-Challenge folgt strengen Regeln. Wer nicht gewinnt, kommt auch nicht weiter. Das ist eine tolle Regel. Da reisen wir lieber weiter ziellos durch die Welt und freuen uns des Lebens. Hahaha. Von was lebt sie? Wahrscheinlich ist sie Influencer. Und hat in ihrem Rucksack noch irgendwie einen Laptop oder so. Nebenbei schreibt sie einen Blog, wo sie dann anderen Leuten davon erzählt, was für ein tolles Leben sie führt.
und verdient sich irgendwie eine goldene Nase und hast du nicht gesehen. Aber naja. Wobei ich bezweifeln möchte, dass sich wirklich jeder Influencer eine goldene Nase verdient. Aber na gut. Ich bin ein kampfstarkes Model. Das ist es, was mich ausmacht. Kampfstarkes Model. Model Jeanette fordert dich heraus. Und was machst du hier in dieser Einöde? Seltsames Hobby. Pionskora, du bist kein... Bist du ein Boden-Pokémon? Ich bin mir unsicher. Nein, bist du nicht, zum Glück. Wunderschönen guten Tag, Kokujo. Viele Grüße aus Tokio. Gruß zurück nach Tokio. Wie spät ist es jetzt in Tokio? Ist doch mitten in der Nacht, oder? Eieiei. Aber... Klingt super. Urlaub oder einfach nur so? Ist Urlaub einfach nur so? Bin mir gerade unschlüssig. 23.45 Uhr. Ah. Setz als nächstes Gladiantri ein. Ja gut, da wechseln wir mal kurz. Praktikum. Okay. Aber man geht ja nicht einfach so für ein kleines... Also... 3 Monate? 6 Monate? Oder wie auch immer? Ich finde das immer voll spannend. Anderen... Also ich habe in der Vergangenheit mal so 1, 2, 3 Leuten auf Twitch dabei zugeschaut, wie sie in Japan unterwegs waren. Ist dann auch so wahr. Also war immer sehr spannend. Irgendwie die ganze Atmosphäre so mal mitzubekommen und so. Ich glaube, das wird mir auch gefallen. Da tatsächlich mal zu sein. Elektro erreicht Level 40. Kubuin Level 32. 3 Monate Praktikum. Ich wünsche dir wirklich sehr viel Spaß dabei. Und ich hoffe, du kannst eine Menge mitnehmen und so weiter. Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht, meine Pokémon sind und bleiben toll. Dadum. Du findest 2 Steinknochen. Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert. Ah, guck mal, das sind diese komischen Diktar-Statuen, von denen die Rede war. Will ich jetzt aber wirklich so lang? Ich bin mir voll unschlüssig. Hopsala, nein. Ah, das war doof, ne? Weil jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ah, ich bin so ein Schnups. Ich bin so ein unfassbarer Schnups. Ein Kurtel erscheint. Kurtel war keine Weiterentwicklung oder so, oder? Sondern es war einfach ein für sich stehendes Pokémon. Oder? Verwechsel ich es gerade mit irgendwas? Es ist stark. Oh, oh. Wow. Das überlebst du, oder? Das überlebst du, das überlebst du, das... Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Hoffentlich machst du weiter mit irgendwelchen komischen Feuertagen. Furchtbar stabiles und austeilendes Pokémon. Kohle-Pokémon. In seinem Panzer verbrennt es Kohle und gewinnt daraus Energie. Bei Gefahr sondert es Ruß ab.
Kotel trägt das Item Holzkohle. Was möchtest du tun? Item Beutel verstauen. Hatten wir jemals schon mal die Meldung bekommen? Dass ein Pokémon ein Item getragen hat? Ich glaube nicht. So. Ich brauche ganz dringend einen Feuerheiler. Und dann brauche ich ganz dringend eine Limo. Und eventuell noch ein Sprudel. Damit Belektro wieder viel Spaß am Leben hat. Meine Herren. So. Ja, ich darf direkt dann nachher wieder hochgehen. Das nervt mich. Du findest TM30 Stahlflügel. Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungswert des Anwenders steigt eventuell. Aha, aha. Komm ich hier irgendwie anders runter? Nö. Das ist ja nett. Das war ja brenzlig, als mein Stream weg war. Ein bisschen. Tipps für Trainer. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Bringst du einem Pokémon mit TMs Attacken unterschiedlicher Typen bei, hat es gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. TPs hingegen kannst du nur einmal einsetzen. Überlege also gut, wie du sie verwenden willst. Never forget Porenta. Ein Salanga erscheint. Ach, guck mal. Was machen wir denn mit dir? So ein kleines bisschen Depri siehst du ja schon aus. Natürlich, es ist ein Boden-Pokémon. Es ist ein scheiß dummes Boden-Pokémon. Oh, Gott sei Dank habe ich 10 Level. 10 Level Überschuss. So. Gut. Habe ich irgendwas, um gegen ein Boden-Pokémon zu bestehen? Monte Carlo? Nein. Ja, die logische Wahl wäre jetzt eigentlich Chimsticks. Ne? Kamalm wäre auch dumm, weil Gestein. Boden ist gut gegen Gestein. Und Smogon? Ja, nee. Ich hoffe, das geht gut. Hat Smogon noch Schwebe? Nee. Reaktionsgas oder was auch immer. Hatte ich nämlich auch zuerst geguckt. Die Attacke hat verfehlt. Was machst du denn? Nein! Sternschauer. Den Schaufler überlebst du, oder? Nicht sehr effektiv. Ach, zum Glück. Das war mir wiederum nicht so bewusst. Sandspeier wirkt. Aha. Ekelhaft. So ein richtig schönes, nerviges Pokémon. Respekt. Nur gut, dass du dich an Smogons neue Fähigkeit erinnerst. Nee, ich hab's gelesen. Es stand da. Als ich zwischen den Pokémon wechseln konnte. Smogon versucht Matschbombe zu erlernen. Ja, bitte. Matschbombe. Wirft Schlamm auf das Ziel, dieses wird eventuell vergiftet. Das ist aber eine Spezialattacke. Warum ist das eine Spezialattacke? Das ist ja doof. Also, ja. Die meisten Giftattacken sind Spezialattacken, kann das sein? Kann es sein, dass mein Smogon irgendwie ein bisschen missraten ist? Setzt dessen Statusveränderungen zurück. Setze ich sowieso nie ein. Klärsmog, weg damit. Für Salanga, das Sandschlangen-Pokémon. Den Sand, den es beim Graben von Löchern verzehrt, speichert es in einem Beutel in seinem Hals. Dieser kann bis zu 8 Kilogramm Sand aufnehmen. Okay. Schlurpst es den Sand einfach so weg, oder was?
Es scheint fast so. Es müsste irgendwie drauf kommen, wie es Gift-Heap einsetzen kann, denke ich. Ja, aber Gift-Heap wäre jetzt nicht gerade eine besonders klassische Smogon-Attacke, oder? Ich fürchte, ich habe mit Smogon einen Schuss in den Ofen bekommen. Aber nur gut, zumindest hält es ein bisschen was aus. Das ist doch auch etwas. Ein Dictria scheint. Es ist sonnig. Ja, Chipsticks, dann darfst du direkt wieder ran. Hä? Einwechseln. Das Pokémon kann nicht ausgetauscht werden. Was? Warum? Warum? Beutel. Puppe. Ich habe keinen Bock, Elektro zu verlieren. Du findest einen Sonderbonbon. Irgendwie habe ich gerade ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder runterkomme. Ich stelle mich mal wieder an. Wirkungslos, wirkungslos, wirkungslos? Achso, weil es ein Geist-Pokémon ist. Das heißt, es ist Geistboden? Was zur Hölle? Geistboden. Macht man gegen Geistboden? Wieder gar nichts. Probieren wir es. Dictry kann die Fähigkeit ausweglos haben. Ach so. Setz Horrorblick ein. Cool. Diese Pokémon hier in dieser Route, die sind sehr sympathisch. Die haben alle irgendwie so lustige kleine Kniffe drauf. Ja, natürlich. Slam mit 75% Chance. Macht er einfach mal. Mö. Na gut, 75% heißt immer noch, dass von 4 Versuchen 3 treffen. Leider. Hä? Was ist los mit dir? Okay. Kurze Auszeit. Mein Chipsticks möchte eine Limo trinken. Mach mich nicht schwach. Hier wieder 3 Dutzend Superbälle und dergleichen. Ja. Für so ein olles Pokémon. Komm schon. Ist da jetzt wieder das Problem? Moment, Chimsticks ist Level 31 und das Pokémon ist Level 33 oder so? Ja. Dass es deswegen scheitert? Wie war eigentlich die Levelgrenze momentan? Bis Level 35 kann ich fangen, oder? Ich glaube, dem war so. Mein Kater sitzt übrigens vorm Chat. Nachher gibt es in jedem Fall nochmal Katzenpause, aber das ist noch lange nicht erreicht. Sollten wir später im Laufe des Abends wirklich noch Harry Potter spielen, dann muss ich ja sowieso wieder ein bisschen was umstecken und dergleichen. Eventuell mache ich dafür dann auch den Stream nochmal kurz aus.
damit ich kurz einen Soundcheck selber machen kann und bla bla bla. Und wie gesagt, mich dann vielleicht auch nochmal kurz um meine Katze kümmern kann. Tauchball, Finsterball, Timerball. So, mittlerweile, Kampf dauert lange. Ja. Alter. Komm, einer noch. Warum mache ich das für dieses Pokémon? Das gibt mir total auf den Nerven. Mann! Ey, dieses beinahe! Jetzt komm schon! Ich sollte es einfach besser wissen. Wenn ich nicht 10 Level über dem Pokémon drüber bin, einfach nicht versuchen, es zu fangen. Es ist vergebene Liebesmühe. Das ist absolute Ressourcenverschwendung. Und bescheuert. Damit du einen Geisttyp bekommst und wir haben doch schon 2 oder 3 Geister-Pokémon. Oh, danke! Mann, hat das Spiel Mitleid bekommen. Bisher noch nicht häufig der Fall gewesen. So, für Makabaya, das Seelen-Pokémon, Bodengeist, die Gala-Form. Eine Tontafel, auf der ein Fluch eingeritzt wurde, hat Besitz von diesem Makabaya ergriffen. Man sagt, es ziehe seine Kraft aus dem Groll anderer. Ab welcher Generation kam Makabaya vor? Wenn das jetzt die Gala-Form ist. Ich habe keine Ahnung, wie die normale Form aussehen soll. Ernsthaft. Was ist das für ein Pokémon? So. Geht's euch gut? Einigermaßen. Aus der fünften. Fünfte war... Wann ging das nochmal los? Kochst du auch fleißig Curry und füllst deinen Currydex mit leckeren Rezepten? Nein. Mach ich kein bisschen. Backpackerin Kerstin fordert dich heraus. Dö. Und wie immer fragt man sich natürlich... Wann kommt der Moment, wo der Trainer erscheint, der dann den eigenen Vornamen trägt? Und wird es ein bedeutsamer Trainer sein? Oder wird es kein bedeutsamer Trainer sein? Okay. Oh oh. Knäppchen, würde ich mal so sagen. Ein bisschen Knäppchen. Pokémon Schwarz und Weiß. Achso. Müsste ich dann eigentlich kennen. Alter Mann. Was ist das für eine dämliche Attacke? Hör auf mit dem Quatsch. Morgon. Ansonsten hat Makabaya eine goldene Maske unten dran. Ach so. Dann könnte ich es vielleicht doch kennen. Irgendwie sagt mir das dann was. Ey, ich hasse diesen Move. Und warum immer zu Chimsticks? Der hat dir nichts getan. Lass ihn in Ruhe. Ich war irgendwo eine Schwimmerin auf irgendeiner unbedeutenden Route, war ein bisschen enttäuscht. Also ich war, glaube ich,
Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Edition. Ich war irgendwo ein Wanderer. Eine Felshöhle oder irgendwie so ist in der Art. Das war eine schwere Geburt. Du und deine Pokémon habt so eine scharfe Kombi abgegeben, dass mein Mund jetzt taub ist. Dass ihr Mund taub ist? Was hat sie gemacht? Achso, gerufen. Vielleicht. Anfeuerung gegeben. Na gut. Das mag passieren. So, einmal so, einmal so. Ach, die Heilgegenstände, sie fliegen nur so rum. Das ist ein Bärenbaum, willst du? Ja. Den Moment mit dem eigenen Namen hatte ich auch schon mal beim LP von Heringen. Alpha Rubin Saphir. Zuerst kam ein Heiko und ich hatte zu der Zeit einen Kollegen namens Heiko und dachte nur, meinen Namen habe ich noch nie gehört. Der nächste Trainer gegen den Heringen, der gekämpft hat, war Schnösel René. Zufälle gibt's. Die gibt's gar nicht. Verdammt. Ich wollte nur noch einmal und da wollte ich direkt aufhören. Ein Schlaraffel. Es ist süß. Es ist schon ein bisschen süß, zugegebenermaßen. Versuche ich zu fangen? Es ist 12 Level unter meinem. Theoretisch kann ich versuchen, es zu fangen. Ich war ein korrupter Forscher in der Silphco. Ja, ja. Aber halt immer nur irgendwelche random Trainer. Ich meine, wer kann denn von sich behaupten, wirklich mal ein Arenaleiter oder so gewesen zu sein? Aber das liegt vermutlich auch daran, dass so wichtige Charaktere in Anführungszeichen immer so irgendwelche Namen haben, die sowieso kein normaler Mensch trägt. Also, wie man es halt nimmt. Ich habe bisher noch nie einen Rocco kennengelernt. Oder einen. Na, obwohl Rocco, je nach Schreibweise, das ist sogar verhältnismäßig, das kann man treffen. Aber eine Misty? Sabrina. Hier, Psycho-Pokémon-Trainer. Das ist ein Name, der wohl sicherlich häufiger vorkommt. Für Schlaraffel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Der Gierschlund. Das Gierschlund-Pokémon. Es hortet in seinem Schweif Beeren. Versucht es zu viele unterzubringen, fallen sie heraus. Da es jedoch nicht allzu clever ist, bemerkt es das nicht. Es sieht auch nicht allzu clever aus. Das kleine Schlaraffel. Man möchte ihm irgendwie in die kleinen Pausbacken so ein bisschen kneifen. Duell, zwei Fragia-Bären, zwei Citrobären. Danke. Doop, 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 doop. So, ich könnte jetzt hier lang weitergehen. Bob, bei Major Bob sollte es auch öfter geben. In Deutschland? Also, habe jetzt bisher auch noch nie einen Bob kennengelernt. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Bianca. Ja, stimmt. Erika. Ja, ist richtig. Künstler Marvin fordert dich heraus. Ach, das ist ein Typ. Ich dachte, das wäre eine Frau. Der hatte so einen irren Blick. Den haben nur Frauen. Entschuldigung. So. Hallo Smogon. Smogon. Na komm. Mal ein bisschen knirschen. Du. Bianca mit diesem blöden Miltank. Das Miltank, das hat mich damals auch fertig gemacht bei meinem allerersten Durchgang. Danach aber eigentlich auch nie wieder. Es ist auch nur eine Frage des Trainings, jetzt mal ganz ehrlich.
setze als nächstes Mogelbaum ein. So, wollen wir mal wieder ein anderes Pokémon? Mogelbaum. Ja komm, das ist eine Aufgabe für Chimsticks. Jens und Jasmin gibt's auch viele. Ja, okay, gut. Ich glaube, die Arenaleiter-These ist nicht mehr so hundertprozentig haltbar von mir. Ich habe es begriffen. Aber wer von euch heißt bitteschön Gary oder Ash? Also. Irgendwann hört es dann noch auf. Gibt es noch Leute, die ihren Sohn Bruno nennen? Vielleicht eher ihren Hund. Wo ist der kleine, feine Bruno? Na, wo ist denn der Bruno? Mein Kater sitzt die ganze Zeit neben mir. Ich spiele so gut, es geht die ganze Zeit einhändig, weil ich versuche, so nebenbei meinen Kater noch zu streicheln. Eure Attacken waren wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Der hat aber einen lustigen Blick drauf jetzt. Interessante Mimik, der Typ. Im Grunde genommen sind Pokémon-Kämpfe Kunstwerke, die gemeinsam von Pokémon und ihren Trainern erschaffen werden. Habt ihr es gehört, Leute? Ich bin Künstler. Dicta-Statuen. Schon in der nächsten Stadt? Okay. Passbeck, eine Gebirgsstadt, die dank ihrer antiken Wandmalerei gedieh. Du findest einen Finsterstein. Dieser besondere, düstere Stein hilft manchen Pokémon bei ihrer Entwicklung. Dupe. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich. Wie es wohl erst ist, die antike Stätte mit eigenen Augen zu sehen? Tja. Mal gucken. Okay, wir gehen erstmal ins Pokémon Center und dann gehen wir zurück zur Route, weil dann gab es noch einen anderen Weg. Hi. Hey, ich habe so viele von den Dingern. Ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Geld? Vogelfossilien. Aha. Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit durch die Lüfte flog. Wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Ich verrate dir mal was Tolles über Fossilien. Auf Route 6 hält sich eine Professorin auf, die Fossilien wieder in Pokémon zurückverwandelt. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du die Naturzone durchforsten und die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Die Buddelbrüder? Sind die aus Disneys große Pause? Für sein Training in die Berge zu kommen, was für ein disziplinierter Schwarzgurt. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben ihre Übungen durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Diszipliniert. Aber er muss irgendwann mal diszipliniert gewesen sein, weil so einfach kriegt man keinen schwarzen Gurt. Habe ich mir sagen lassen. Außer man malt sich seinen weißen Gurt schwarz an. Vielen Dank für deine Geduld. Yay. Ich hab voll Geduld. So. Und wir zurück. Das war sehr schön im Passbeck, aber ich habe gerade beschlossen, dass ich mich wieder aufmache auf den Weg. Woanders hin. Du. Was gibt's hier zu tun? Auf dieser wunderbaren Route. La 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 la. So, gegen dich haben wir schon. Was ist das hier? Mehr Schnupsis. Du findest zwei Paddelfossilien. Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit im Meer lebte. Wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Ja, da sollte man doch mal irgendwie vernünftig forschen, ne? TM15, Schaufler. Okay. In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Tolle Attacke. Vom vielen Spielen beim Pokécamping können Pokémon ganz schön hungrig werden. Sie freuen sich dann riesig, wenn du mit ihnen gemeinsam Curry kochst.
Also was meinst du? Hast du Lust, in meinem Pokécamp mit mir zu kochen? Nein. Danke. Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Du hast da ja ein paar Fossilien. Würdest du sie mir mal zeigen? Ja. Also mit welchem Fossil glaubst du, meine hohen Standards zu erfüllen? Vogelfossil. Und mit welchem Fossil willst du mein unstillbares Interesse wecken? Paddelfossil. Soll ich das Vogelfossil zusammen mit dem Paddelfossil in ein Pokémon zurückverwandeln? Okay. Ja, bitte? Na schön, sehen wir doch mal, ob wir das Rätsel dieser Fossilien lösen können. So, das hier hin und das ist dorthin. Ja, so ist gut, das sollte passen. Mission abgeschlossen. Offenbar war die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Das macht die hier einfach in der Natur. Ich meine, früher gab es wenigstens noch irgendwelche Forschungszentren in Pokémon-Spielen, ne? Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dieses Pokémon in Urzeiten durch die Gala-Region gestreift ist. Pass gut auf es auf, ja? Wenn ich das Pokémon jetzt aus dem Pokéball raushole, dann sagt es nur: Töte mich! Töte mich! Weil sie jetzt einfach irgendwie ein Monstrum erschaffen hat. Lecriodon erhalten. Ja. Es wird eindeutig sagen, töte mich. Was bist du denn? Fossil-Pokémon, Elektro-Eis. Wir haben ein Monster geschaffen. Durch das Zittern seines gefrorenen Oberkörpers entsteht Elektrizität. Das Laufen fällt ihm äußerst schwer. Ich finde das nicht in Ordnung. Ein Dino mit Schnupfen. Irgendwas ist falsch an diesem Pokémon. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja. Du hast ja ein paar Fossilien. Würdest du mir mal zeigen? Ja. Also mit welchem Fossil? Vogel. Und mit welchem Fossil? Paddel. Soll ich das Vogelfossil zusammen mit... abbrechen. Dann eben nicht. Dann eben nicht, so. Pö. Bin ich halt mal keine Wissenschaftlerin. Das ist jetzt auch mal Fakt. Ein Fossil-Pokémon ohne Gesteinstyp? Das ist sehr... sehr seltsam. Irgendwie. Aber gut. Mal gucken, ob wir noch mehr Fossilien finden werden. Du findest einen Klumpen Lichtlehm. Ein Item zum Tragen. Verlängert die Dauer von Lichtschild, Reflektor etc. Aha. Ja gut, okay. Aber ich glaube, dann haben wir es jetzt. Und dann können wir zurück nach Passbeck gehen. Und ich gehe den falschen Weg, weil es mir Spaß macht. La 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 la, das ist voll richtig. Und so weiter und so fort. Da 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 da. Hui. Nette Route jedenfalls. Mit netten Pokémon, die hier umher streifen. Kann man durchaus mal so sagen. Ah, Moment, hä? Das sind Statuen des Pokémon Dickda. Durch ihr einfaches Design waren sie leicht zu errichten. Wird das vor 1000 Jahren das Kriterium gewesen sein? Ich habe voll Bock, eine Pokémon-Statue zu machen. Aber von welchem Pokémon? Am besten irgendwas Leichtes. Wie wär's mit Dickda? Ja. Vielleicht war das auch das Kriterium für Stonehenge. Hey, wir hätten voll Bock, irgendwie so einen komischen Steinkalender / Kultstätte zu machen. Wie können die Steine aussehen? Einfach so. Einfach so. Okay, wir sind fertig. Tschüss. Ja. Das wird der ganze Gag gewesen sein. Die Wandmalerei in der antiken Stätte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang zunutze. Touristen ausnehmen. Geil. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die antike Stätte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran liegt das wohl? Weiß ich nicht. Kamba, kamba, karamba, ay, karamba. Arriba, arriba, andale, andale. Du, 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 du. Maraca. Hallo. Hallo. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt.
Okay. Willkommen. Interesse an unseren einzigartigen Waren? Heutiges Angebot, morgiges Angebot. Heute? Hä? Heute habe ich was ganz Besonderes im Angebot. Einen Bandsticker. Willst du für 3000... Nein. Brauchst du sonst noch was? Morgen. Wenn alles glatt läuft, habe ich als nächstes ein Fokusband. Aha, interessant. Okay, bei dem kann ich mir also immer anhören, was er dann als nächstes verkauft. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich eine Triperle und wird dafür 27.500 Poké-Dollar zahlen. Cool. Haben wir aber leider nicht. Guten Tag, British. Ja, ich wollte ein bisschen Pokémon noch spielen. Deswegen habe ich halt einfach früher angefangen. Oh. Dick da. Hallo, ihr Schnupsis. Was macht ihr denn hier in der Ecke? Wisst ihr selber nicht, ne? Ich will Bronzong als Hut tragen. Aha. Dick da. Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Lebt unser Äffchen wieder? Ja, hat sich Mallorca-Fan gewünscht. Oder bezahlt für. Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Spielt ruhig mit Bronzong. So lange, bis Bronzong keine Lust mehr hat und plötzlich nicht mehr schweben will und das Kind vollkommen unter sich begräbt. Du findest 2 Kapseln X-Spezialangriff. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Ja. Hier gibt's wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen. Aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir rum. Ja, das ist furchtbar. Kauft bloß nichts. Billiges Touristen-Ramschzeug, das man absolut nicht gebrauchen kann und bla. Du findest 3 Steinknochen. Aha. Du findest einen Beulenhelm. Wird der Träger von einer physischen Attacke getroffen, erleidet der Angreifer ebenfalls Schaden. Das ist lustig. Aber... will ich keinem meiner Pokémon anziehen. Hello? Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Jetzt rühre ich links, jetzt rühre ich rechts. Zicke, zacke links herum, zicke, zacke rechts herum. Ich pass auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Hex, hex. 1, 2, 3, Kartoffelbrei. Okay. So, was ist hier oben auf dem Dach los? Die perfekte Position für Scharfschützen. Mal gucken, ob wir unsere Rivalen von hier oben aus ausschalten können. Einfach mal so ein paar Steine auf Hopp runterwerfen. Nein, natürlich nicht. Ich habe Mitleid mit Hopp. Du findest einen Metallmantel. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es verstärkt Attacken vom Typ Stahl. Hast du schon viele Maracamba gefangen? 1. Würdest du vielleicht eines gegen meinen Primova tauschen? Ja. Keine Ahnung, was ist Primova? Willst du es wirklich tauschen? Ja. Tschüss, Maracamba. War nett mit dir. Johnny hat dir Locke geschickt. Oder Locke. John Locke? Lost? Irgendjemand? Für Primova wurde ein Eintrag angelegt. Gerusam-Pokémon. Mit dem Fortsatz an seinem Kopf kann es die Gefühle von Lebewesen wahrnehmen. Es öffnet nur geruhsam veranlagten Leuten sein Herz. Das war ein guter Tausch. Ein Geben und Nehmen unter Trainern. Yay! Geben und Nehmen, la 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 la. TM74, Giftschock. Überschütte das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Giftschock. Ist das eine Attacke eventuell für Smogon? Nur mal so.
Ist halt auch eine Spezialattacke, aber... Wir gucken mal. Stärke 65. Dieses wird eventuell vergiftet. Er ist genau gleich stark. Und Schlammbart kann immer noch hin noch zusätzlich vergiften. Ansonsten habe ich gar keine... Ja. Und man kann Schlammbart 10-mal häufiger einsetzen. Also, nö. Nee. Aber wäre vielleicht trotzdem eine gute Idee gewesen. Jetzt brauchst du wieder einen neuen möglichen Pflanzenersatz. Ja, vielleicht werden wir irgendwo unterwegs dann nochmal Maracamba fangen. Achso, ein Schillersamurzel. Ja, stimmt, das gab's auch noch. Das gab's ja auch noch. Hey, Hering. Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Dilians Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Zum Beispiel Pokémon leveln? Wie wär's, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Klar, jederzeit. Du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Na toll. Jetzt werden wir ihn komplett demotivieren. Und er wird nie wieder einen Pokéball in die Hand nehmen. Setzt Urgel ein. Ein Urgel. Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Okay. So. Sieht süß aus. Das kleine Urgel. Klar versucht jeder eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn er die Chance dazu hat. War jetzt Glück. Normalerweise setzt er Wolli immer als erstes ein. Setzt das nächste Salanga ein. Oh, das war das Boden-Pokémon. Ja. Dann halt zurück zu Chimsticks. Setz Salanga ein. La 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 la. Ein paar coolere Attacken darf Chimsticks aber trotzdem auch nochmal lernen, ne? Ich will ja nichts sagen, aber... Aber ich hab's doch gesagt. So. Wenn du so einen Volltreffer landest, spüre das sogar ich. Yay. Na, solange du überhaupt noch was spürst, hopp. Dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Elektro versucht, Ladevorgang zu erlernen. Hebt die Stärke für die kommende Elektroattacke an und erhöht die Spezialverteidigung. Nee. Brauche nicht. Setz das nächste Toxel ein. Toxel war also in jedem Fall Gift. Aber ist das nicht sogar ein komisches Elektro-Pokémon? Ich schick mal Monte Carlo rein. Oh, wie süß. Ja, bist du nicht ein kleines Schnuppeliges? Katapult. Okay. Ja, gut. Wenn es dir Spaß macht, dann rubbel halt. Aber verbrenn dir dabei nicht die Pfoten. Haha. Wie Supertrank. So ein Cheater. Das ist ja unglaublich. Kann ich ja mal überhaupt gar nicht verstehen.
Schläge. Jo, bisher noch nicht so beeindruckend, ne? Aber er hat an seinem Team geschraubt. Wolli hat er endgültig auf die Ersatzbank gepackt. Fleckleon. Achso, Moment, hä? Das war doch... Er hatte doch den Wasserstarter, ne? Uff, zu gewinnen wird jetzt schwierig. Egal, Augen zu und durch. Ja, genau. Den hatten wir schon so gesehen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Müsste sich aber auch bald weiterentwickeln. Smogon erreicht Level 33. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon und Attacken auswählen. Ach komm, nimm's nicht so schwer. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es halt irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. So werden Superschurken übrigens kreiert. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen. Niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Du hältst die Ligakarte von Seider. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Danke. Wozu brauchst du eigentlich den Regenschirm? In dieser Gegend? Apropos Ligakarten. Könnte ich mir mal angucken, ne? Wir haben jetzt mittlerweile schon zwei neue bekommen. So. Album. Sie ist Papella und jetzt haben wir noch Seider bekommen. Okay, Seider. Ist dann, nehme ich mal an, die Arenaleiterin dieser Stadt? Seider wuchs unter der begabten Förderung ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Dank ihrem ausgezeichneten Urteilsvermögen schafft sie es, in jeder noch so brenzligen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie selbst versucht angeblich nur, sich vor dem Gegner keine Blöße zu geben und zeigt ihrem Pokémon in Matches durchaus ihr wahres Gesicht. Sie ist insgeheim verrückt nach Süßigkeiten, doch seit ihre Fans das herausgefunden haben, fällt es ihr schwer, Süßes zu essen. Okay. Papella. Papella ist die älteste Arenaleiterin der Gala-Region. Sie ist die Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Doch nach eigenem Ermessen ist sie an ihre Grenzen gestoßen und sucht derzeit händeringend nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund so knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihr wahres Gesicht zeigen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Es gibt jedoch auch Leute, die der Meinung sind, sie tue dies aus reiner Bosheit. Okay, Quizfragen, da freue ich mich schon. Das wird dann bestimmt so pyromäßig. Düpp, dö, düpp. Vielleicht wird's dann auch richtig knifflig. Vielleicht wird's auch sehr Professor Layton-mäßig. Arenaleiter Herschel. Ja, ja, genau. Die gute Frau Seider ist schätzungsweise Kampf-Pokémon-Trainerin. Monte Carlo fällt raus. Kubuin fällt raus. Kamalm fällt dann ja auch raus. Cool, das heißt, ich habe Electro, Smogon und Chimsticks. Klingt fair. Kriegen wir hin. Doop, 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 doop.
Was ist hier? Oh. Du findest eine rissige Kanne. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ auf den Tee aus. Aha. Oh. Ah. Interessant. Smogon sollte resistent sein. Hm. Ich bin stolzer Taxipilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese TM hier schenken. TM6 fliegen. Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2. Das erste fliegende Taxi in Gala war ein Kramor. Und dieser Tradition bleiben wir treu. Yay, treu bleiben. Fernseher anmachen. Hallöchen Kirby Freaks, seien uns gegrüßt. So. Hier haben wir dann jetzt schon das wunderschöne, schmucke Stadion. Fairbelly. Ach, hier geht's nach Fairbelly. Kurz mal auf die Karte gucken. Aber Wirscheinwald? Fairbelly. Ah, wo dann die nächste? Ah, alles klar. Ich verstehe. Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Nein, das ist ja faszinierend. Kann ich hier schon lang gehen? Ich kann hier schon lang? Wirscheinwald. Oh, der sieht ja cool aus. Wow. Ah, natürlich. Oh, was seht ihr denn? Hi. Miss Mary ist einfach die Beste. Oh yeah, glaub's ruhig. So sieht's aus. Miss Mary macht der Konkurrenz den Gar aus. Gut. Wieder das natürliche Hindernis dieser Welt. Team Yell. Aber naja, da kümmern wir uns dann später wohl drum. Jetzt dürfen wir gleich erstmal in die Arena gehen. Passbeck-Stadion. Besuche die antike Stätte von Passbeck und entdecke die Geschichte der Gala-Region. Ach, das gibt's ja auch noch. Da. Ich zeige meinem Diktar die antike Stätte von Passbeck. Vielleicht entwickelt es dann ja ein Gespür für Kunst. Macht sein Diktar da jetzt in dem Moment nicht eigentlich die Straße kaputt? Also, wie kommt sein Diktar jetzt die ganze Zeit hinterher? Wenn Diktar ihm jetzt die ganze Zeit hinterherläuft, dann macht es doch eine riesengroße Schneise. Einfach konsequent in den Boden. Und dann auch in die Treppe. Und dann auch in die antike Stätte. Und, also, naja. Ich finde dieses Bild an der Wand voll doof. Das Bild an der Wand voll doof. Faszinierend, junge Dame. Du findest einen Top-Beleber. Na, Beleber. Ui, was für ein cooles Arena-Stadion. Ja. Orte, an denen sich Pokémon Dynam maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Gala-Region werden auf solchen Energiequellen erbaut. Die Leute hier haben es voll raus. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Hm. Mehr Berge. Oh, was ist das denn? Ja. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Stätte von Passbeck. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Naja. Also wenn ich den Riss da unten so sehe, dann würde ich jetzt eigentlich gerne Zelda-like eine Bombe dahin legen, um den Durchgang freizuspringen. Also wir sehen links so ein komisches lila Schwert. Dann so mittig rechts ist ja so ein komischer lila-gelber Schild. Und drumherum sind Blumen. Und das hier rechts, ist das die Unterschrift des Künstlers? Oder was? Mit Raritäten kann man ganz gut Kohle machen. Er ist ein Raritätenjäger. Rare Hunter.
Na, wo ist der her? Der Rare Hunter. Gehen wir ins Stadion. Balduin. Hey, ich bin's Balduin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Du hältst einen Schwerball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja, toll. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Du bist den ganzen Weg bis nach Passbeck gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Yay, Fans. Oh, den kenne ich aus dem Fernsehen. Ja, Autogramme geben. Radada. Oh, dich kenne ich. Ich hab deine Weiterentwicklung umgebracht. Also es war ein Unfall, natürlich, aber... Ein neuer Challenger! Wark, 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 wark. Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Okay, ich gebe niemals auf. Ich werde dieses Spiel durchspielen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, vielleicht. Hoffentlich ist es nicht das Letzte. Hi. Hallo Challenger, willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja. Alles klar, dann geh am besten gleich in die Umkleide und zieh dir deine Uniform an. Danach kannst du direkt zum Raum weiter, in dem die Arena-Mission abgehalten wird. Okay Leute, es wird wieder wild, es wird heftig, es wird gut. Hau rein, Nummer 018. 018. Was zur Hölle? Ein Flipper? Okay. Wie geht das? Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passbeck ist das reinste Vergnügen. Offensichtlich. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Kontrollstick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch die Tasse rechts herum. Rotierst du den Kontrollstick nach links, schlägt auch die Tasse diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du einen Dreh bestimmt bald raus. Klingt kompliziert. Doof. Dann viel Erfolg. So, dann rotiere ich mal. 3, 2, 1, los. Ah, cool. Boing, boing. Boing, boing. Okay. Also irgendwie... Dieses... Also was genau sagt das jetzt über mich als Trainer aus? Inwiefern ist das jetzt eine Challenge, die ich unbedingt... Also, das verstehe ich nicht. Aber egal. Ist er nicht total schwindelig? Kannst du so überhaupt kämpfen? Ach, das ist der Gag dahinter? Die wollen mich als Challenger mürbe machen? Dann sollten sie vielleicht irgendwie irgendwelche Passagen einbauen, die nicht Spaß machen. Arena-Trainer Daniel fordert dich heraus. Mit Velursi! Oh nein, jetzt darf ich wieder gegen diese ganzen Teddys antreten. Velursi, Velursi! Du. Alle kleinen Teddys fliegen hoch. Costurso, was bist du? Ich habe keine Ahnung. Ach, du bist die Weiterentwicklung. Ah. Okay. Ja, ist schon ein bisschen kräftiger. Und kann auch ein bisschen austeilen. Den Punkt gebe ich dir. Uf, uf, bodo.
Kubuin, Level 33, Chimpsticks, Level 33. Dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindelig geworden ist. Yay. Du verfügst über eine schwindelerregende Begabung. Arbeite weiter daran. Komm ich damit wieder zurück? Möchtest du... Nein. Okay, ich könnte so wieder zum Eingang zurück. Das ist toll. Kurz mal einen kleinen Supertrank einpfeifen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Hui. Oh, 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 oh. Ja, die Boxhandschuhe soll ich wahrscheinlich nicht. Oder soll ich doch vielleicht? Ah, soll ich vielleicht doch, damit ich wieder nach oben komme. Ja. Ah, cool. Das macht ja sogar wirklich ein bisschen Spaß. Ist eigentlich ein viel zu gutes Konzept, als dass man es in Pokémon verschwenden sollte. Oder sehe ich das verkehrt? Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Wie in einem Vergnügungspark, oder? Ich frage mich vor allem, wer das alles bezahlt hat. Arena-Trainer Kathleen fordert dich heraus. Und setzt Porenta ein. Oh. Es werden alte Wunden aufgerissen. Ich weiß ja nicht. So. Was für ein toller Kampfstil. Man spürt, dass du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Yay. Guten Tag, Raven. Sei uns gegrüßt. Man kann sich auch absichtlich ständig im Kreis drehen, um sein Gleichgewicht zu trainieren. Ja, kann man bestimmt. Nein, falsche Richtung. Nein, doch. Ja. Bah. Nee. So entlang? Nein. Nein! Ah, was mach ich denn? Okay. Ganz offensichtlich hat er die Kontrolle über sein Leben verloren. Ist doch ganz simpel. So, jetzt irgendwie hier so lang. Okay. Danke dafür. Unsere Aufgabe ist es, alle unvorsichtigen Arena-Challenger zu besiegen. Ja, dann erfüllt mal eure Aufgabe. Arena-Trainer Rory fordert dich heraus. Setz Kikli ein. Oh yeah. Auf die Pokémon von der Arena-Leiterin bin ich gespannt. Kikli, Nocturne. Irgendwie so einen komischen Kampf-Teddy. Oder doch was ganz anderes. Capoeira? Vielleicht? Es sollte ja wahrscheinlich was von einer neuen Generation sein. Vielleicht auch die weiterentwickelte Form von Porenta. Würde auch sehr gut sein. Okay. Nocturne ist... flink. Aber das liegt jetzt, glaube ich, am Tempohieb. Und kräftig. Capoeira, das Beyblade-Pokémon. Richtig. Würde auch zu diesen komischen Kreiseln passen. Danke, dass du mich an meine eigene Zeit als Arena-Challenger erinnert hast. Ja, das war eine gute Zeit. Und jetzt bin ich erfolgloser Sparringspartner für andere Challenger. Die Zukunft fähiger Arena-Challenger liegt mir am Herzen. Kämpf dich bis zum Schluss durch. Ich werde dich anfeuern. Yay.
Anfeuern, anfeuern, so. Okay. Ich bin gespannt. Ziel erreicht. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Auf ins volle Stadion. Oh, es ist so cool. Jedes Mal aufs Neue. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Cider. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Ich beweise es dir. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Immer wieder herrlich. Arenaleiterin Cider fordert dich heraus. Und offensichtlich fängt sie ihre Pokémon mit Hyperbällen. Setz Capoeira ein. Okay. So. Dann machen wir erstmal Capoeira weg. Vergeltung. Ekelhaft. Verdammt. Na gut. So. Nummer 1 weg. Setz das nächste Panda-Gro ein. Aber wenn Capoeira jetzt schon Level 34 war, ne? Ich meine, probiere ich es mal mit Smogon? Ich probiere es mal. Ich verspreche mir jetzt nicht viel davon, offen gesagt, aber wir gucken mal. Oh, Hilfe. Gut. Ja, weiß ich nicht. Matschbombe. Angriff steigt, Spezialangriff steigt. Cool. Ja. Okay, so viel dazu. Zumindest hat er es vergiftet. Sehr gut. Obwohl. Na komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Eine wunderschöne eisgekühlte Limo. Komm. Ein Schluck Blubberlutsch. Und Smogon geht's wieder gut. Jetzt kann ich die ganze Sache auch fast schon aussitzen. Beziehungsweise. So, jetzt machen wir nochmal einen Trank. Hast du keine Flugattacken? Nee. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Scheiße. Okay. Trotzdem danke. Trotzdem danke, Smogon. Smoggy, ja. Er ist zu jung von uns gegangen. Er hatte gar nicht die Chance, sein wahres Potenzial zu entfalten. Verdammt. So, Chimpsix. Sternschauer. Oh. Da habe ich mir jetzt mehr von erhofft. Ups. Double KO.
Hallo Papa Mai Mai. Gut. Ja. Danke. Danke, British. Aber ich werde es jetzt noch nicht direkt einsetzen können. Lauchzelot. Das ist also Sir Lauchzelot. Interessant. Wobei, eigentlich könnte ich es einsetzen mit Top-Beleber oder so, ne? Aber wir beschränken es mal auf das Pokémon Center. So. Ich versuche den Kampf jetzt noch so zu schaffen. So. Jetzt Schwertanz ein. Oh oh. Ich meine, ist natürlich fies. Erstmal pusht sie ihre Pokémon so ein ganz klein bisschen. Und dann hauen die mit super doller Wucht zu. Wow. Ah! Geil. Ah, geil. Warum denn das? Warum können die denn so austeilen? Was ist denn mit diesen Pokémon schiefgelaufen? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Er ist jetzt aber sehr langsam, ja. Wesker, ich kann jetzt gerade noch nicht. Ich weiß, aber nein. Er ist jetzt sehr langsam. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, muss er jetzt zu Monte Carlo gehen. Ein Esche. Scheiße. Das wird nix. Das geht so schief und in die Hose. Alter. Okay. Karmalm. Karmalm und Aquaknarre. Alter, was ist los mit euch? Ja gut, okay. Jetzt zügig noch mal 6 Level drunter oder so, ne? Aber trotzdem. Gut. Kubuin. Also keine Special Attacker. Du hast doch selber gesehen, was ich mitgenommen habe. Das war sauber durchgespielt von ihr. Keine Eiswürfel Vergeltung abwehren? Ich weiß es nicht. Eiszapfhagel. Aber das ist nicht effektiv, ne? Oder? Ne, okay. Eisattacken ist scheinbar egal gegen Kampf-Pokémon. Kubuin erreicht Level 34. Bleib standhaft. Wir geben gemeinsam unser Bestes. Mhm. Setz Machumai ein. Ja, ich weiß, was ich jetzt machen muss, ne? Dynamax. Aber Kubuin... Da wird doch nichts. Ah.
Habe ich nicht noch Beutel? Pokéball, X Angriff, X Verteidigung? Meint ihr, das ergibt Sinn? Oder ist es dumm? Pokepuppe, Angriff plus. Ist dumm? Schafft er dann nicht, ja? Na gut, okay, nee, jetzt in der Runde muss ich sowieso Dynamax machen. Hilft ja nichts. Und dann hoffen, dass er mit dem Eiswürfel eine Runde überlebt. Okay, gucken wir es uns an. Menno, dann schlagen wir eben alles kaputt. Ich zolle deiner Stärke Respekt mit Giga-Dynamax. Oh, warum hat sie den Macho-Mai, ey? Und warum sieht er so fies aus? Was bitteschön ist mit diesem Pokémon falsch? Dynafrost. Nur ein Viertel. Das ist nicht genug. Es fängt an zu hageln. Okay, das könnte helfen, aber... Giga-Fokusschlag. Die Attacke meines Pokémon ist so knallhart wie Karate-Künste. Scheiße. Zu heftig. Oder? Läuft zu Hochtouren auf. Tiefkühlkopf wirkt. Moment. Kubuin verwandelt sich. Machumai wird von Hagelkörnern getroffen. Also wenn er eine Runde überlebt... Es hilft doch so gut. Komm. Selbst wenn er eine Runde überlebt. Okay. Was ich jetzt machen kann... Was habe ich denn noch für Heilgegenstände? Füllt 100 Punkte auf. Füllt 70... Habe ich nicht irgendwas, was auch mehr auffüllt? 60 Punkte. Füllt 120 auf. Ich kann nämlich jetzt quasi Hypertrank füllt 120 auf. Ich kann jetzt erstmal aussitzen. Hast du gerade den schwachen Angriff genommen? Ich habe den Angriff genommen, der am wenigsten AP hat. Ich wäre jetzt einfach davon ausgegangen, dass das schon der stärkste war. Dynafrost. Dynafrost mit 130. Nö, ich habe den stärksten genommen. Also mein Plan wäre jetzt, Hypertrank nehmen. Er wird in der nächsten Runde nochmal von Hagelkörnern getroffen. Dann nochmal Hypertrank nehmen. Er wird nochmal von Hagelkörnern getroffen. Und dann darauf vertrauen, dass der komische Frost ihn umbringt. Das ist natürlich alles sehr hypothetisch, dass er keinen Volltreffer landet. Weil wenn er Volltreffer landet, dann bin ich hinüber. Aber wenn ich ihn jetzt so normal angreife, dann schaffe ich ihn ja auch nicht. Wenn sie sich nicht heilt oder ein Crit kommt. Ja, das kann ja auch passieren, stimmt. Achso, nee, Moment. Wann werden die Pokémon dann wieder normal vor allem? Ist doch nur... Sie sind nur noch 4-5 Runden so groß, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Wenn du einen Volltreffer hast, gewinnst du. Ja, aber ich krieg doch jetzt keinen Volltreffer hin. Nach 3 Runden. Ich krieg doch jetzt keinen Volltreffer hin. Was soll ich tun? Und es waren schon 2, oder? Waren es schon 2? Was hat Matsch mal eigentlich gemacht, als da stand, das würde zu Hochtouren auflaufen? Ich glaube, das gehörte einfach nur zur komischen Attacke mit dazu. Oder meinst du, das hat irgendwas an seinen Werten verändert? Ich bin mir sehr unsicher. Ich denke 2. Moment, das heißt, selbst wenn ich ihn jetzt heilen würde, danach wären wir sowieso... Wären wir dann sowieso wieder... Ich denke, der Angriff steigt. Ich weiß es nicht. Ich lande doch aber keinen Volltreffer. Wenn ich jetzt angreife, bin ich sowieso hinüber. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich angreife und verliere, ist höher, meines Erachtens, als wenn ich jetzt versuche, nochmal eine Runde rauszuzögern. Das muss gerade so merkwürdig sein für die Zuschauer in der Arena. Ja. Aber die Stimmung ist immer noch gut. Komm, ich probier's. Ja, wahrscheinlich war es die falsche Wahl. Setz Düner-Angriff ein. Er hat nicht mal seine Superattacke eingesetzt. Initiative sinkt. I. Warum macht er denn sowas? So viel dazu. Ziel schreckt eventuell zurück. Durch den gegnerischen Pokémon eventuell eingefroren werden. Das ist übrigens auch ein Spiel mit dem Feuer, weil die Genauigkeit nicht bei 100% liegt. Was heißt jetzt Initiative? Bin ich jetzt schon langsamer als Macho Mai? Oder reicht es noch? Wenn ich langsamer bin, dann ist sowieso vorbei. Das ist die Frage. Kacke, Mann. Ich will nicht. Aber ich gewinne das jetzt halt so noch nicht, wenn ich ihn angreife. Außer er schreckt zurück. Vielleicht schreckt er auch zurück. Er könnte zurückschrecken. Ich könnte ihn vereisen. Es könnte alles passieren. Wenn ich auf Zurückschrecken spiele, dann sollte ich aber eventuell eher Kopfnuss nehmen. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich auch tatsächlich treffe. Umbringen tue ich ihn in der Runde jetzt ja sowieso nicht. Schau dir mal seine Werte an. Durch Hagel wird der Eisblock wiederhergestellt. Was heißt das übrigens? Es hagelt doch.
Müsste nicht irgendwas Dramatisches passieren? Heile ich mich jetzt nochmal oder nicht? Oder nochmal heilen? Ich heile mich nochmal. Vergeltung ein. Wow. Ich glaube, du bist tot, egal was du machst. Moment. Jetzt Grimasse ein. Es hört auf zu hageln. Jetzt bin ich zu langsam, ne? Jetzt muss ich sowieso angreifen. Oh Mist, heilen bis K.O. durch Hagel. Ja, ja, genau. Oder er hat mir jetzt ja eigentlich... X-Verteidigung. Ich will wissen, was das, ob das was bringt. Ob das signifikant was bringt. Es bringt was. So. Ich mach trotzdem... jetzt nochmal Limo. In der Hoffnung, dass er jetzt zwischenzeitlich vielleicht nochmal irgendwann Grimasse einsetzt. Scheiß Volltreffer. Ah! Okay. Dir wird schwarz vor Augen. Du eilst zu einem Pokémon-Center, um dein erschöpftes Pokémon-Team vor weiteren Schaden zu bewahren. Lass uns erstmal deine Pokémon heilen. Ah, verdammt. Das komplette Team gewiped. Das komplette Team gewiped. Wenn du dich auf lange Reisen begibst, solltest du immer einen Vorrat an Tränken aus dem Pokémon-Supermarkt mitnehmen. Viel Glück, Trainer. Okay. Wir machen kurz Pause. 5 bis 10 Minuten Werbung. Damit ich mich kurz um meine Katze kümmern kann. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.